zu einer weiteren Folge Modern Skyblock 2 mit dem Castcrafter. Hi. Hallo. Du kannst zuallererst mal erklären, wie dieser Bonsai da hinten funktioniert, ja. Weil jetzt hast du es verstanden. Ja, wir haben es rausgefunden. Den normalen, den wir uns gebaut haben in der letzten Folge, können wir leider nur so abernten, mit einer Axt rechtsklick drauf machen. Und automatisch funktioniert es entweder erst, wenn wir einen Mechanic-User haben, der dann automatisch rechtsklick macht, oder mit dem hoppigen Bonsai. Aber dafür brauchen wir Stahl. Mechanical und User. Einfach mal nur so. Was kostet also so denn? Aus reiner. Ach so. Ach so, nur. Ja, also, wenn wir den mal ich haben. Ne? Ich finde das ein bisschen billig, das Rezept. Boah. Also, wenn man sich überlegt, was manch anderes Zeug so kostet. Das geht halt echt. Wenn ich mir gerade überlege, dass wir gerade nicht mal Chunks claimen konnten. Was ist denn, ja, ne? Wenn Fake Player disabled sind? Dass solche Maschinen gar nicht funktionieren? Frag nicht, frag lieber, was wir heute machen. Was machen wir denn heute? Ja, was machen wir denn heute, Skate? Okay, also wir nutzen endlich mal das Eisen, was wir gefarmt haben im Stream, und werden unsere Maschine da drüben und die Maschine hier ein bisschen upgraden. Ja. Und ganz am Ende der Folge haben wir dann Redstone. Das ist der Plan. Jawohl. Geil, ne? Das klingt sehr schön. Und deswegen verschwende ich jetzt erstmal 16 Eisen. Okay. Weil es nicht besser geht. Es ist nämlich so, dass hier im Expert-Mode, ich weiß nicht, ob es im Normal-Mode auch ist, aber im Expert-Mode ist es so, dass du, um einen guten Hammer herzustellen, erstmal Eisenplatten brauchst, die du mit diesem schlechten Hammer herstellst. Der Scheiß hat jetzt gerade tatsächlich, ja, 4 Eisenplatten gekostet. Und die kann ich jetzt aber zusammen craften. Und dann ergibt sich daraus, wenn ich es finden würde, genau, ergibt sich daraus der Iron Hammer. Da können wir normale Sticks nehmen und so weiter, kein großes Hexenwerk. Aber es ist halt quasi notwendig, und das finde ich schon so eine gewisse Ironie, dass man einmal einen Scheißhammer baut. Ja, es ist halt so unnötig einfach. Ja, es ist halt richtig, weil ich habe den jetzt weggelegt, den brauchen wir nie wieder. Ja, ne? Dann willst du einen guten haben. Jetzt brauchen wir noch einen Tisch dafür, um diese Platten herzustellen. Ich weiß nur gerade nicht mehr, wie er heißt. Ha! Ich bin so richtig vorbereitet, Alter. Was brauchen wir denn? Iron Plates? Mhm. Und das gibt so einen bestimmten Tisch. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es. Nein, ich weiß. Crushing Table? Magnetic Crush? Ja, Crushing Table. Das ist gut. Ja, ist, glaube ich, auch gar nicht so hart. Nee, Cleanstone. Holz. Haben wir Cleanstone sogar schon? Ein. Ich mach gerade die anderen beiden. Okay, ja, super. Und dann haben wir halt echt alles dafür da. Man muss echt sagen, ich habe so viel Zeit hier in diese Alchemical Fusion hier reingesteckt. War nicht ganz so lustig. Ah ja, der Ofen ist auch schneller. Das hier sieht man. Merkt man sogar voll, ne? Stimmt. Ja. Oh, schafft er das noch? Wo ist der Output hin? Ist der weg? Da war. Wie? Nein! Schnell mit dem Stick gerettet. Ehrlich? Nein! Nein! Jetzt aber. Ja, sehr schön. So, das Zeug können wir jetzt hier zusammen craften. Da haben wir, glaube ich, auch schon alles dafür da. Oh, wir haben ein neues Setting bekommen. Aus unserem Bonsai. Was denn für? Ah, das ist voll gut. Yeah. So. Und damit haben wir dann auch den Tisch am Start. Nice. Lemmy Smash. Lemmy Smash. Hey, wo kommt denn dieses Achievement jetzt her? Das habe ich gar nicht auf dem Tisch gehabt. Hier. Bei Immersive Engineering. Ja, genau. Ah, ja. Immersive Technology. Das ist quasi so die Vorstufe für Immersive Engineering dann. Läuft bei dir. Läuft richtig bei dir. Weißt du, jetzt musst du erst mal gucken, ob hier ist nicht mehr rausgeleuchtet. Jetzt eine Fackel weggespült. So, jetzt aber. Oh Mann. Alles klar. So, jetzt haben wir diesen Table. Ich stelle den einfach mal da hinten hin, weil wir den öfters hier brauchen werden. Ja. Und wenn man da jetzt ein Eisen drauflegt, dann lässt sich aus diesem Eisen, ich kann das gleich mal in diesen drei Eisen hier, ne? Und jetzt den Hammer in die Hand nimmt und dann ein bisschen. Hammer Time. Geil, oh, oder? Das ist echt cool. Was ist bei dir ein Geräusch? Ja, das macht so. Ich stopp dir den mal, dann kannst du es selber ausprobieren. Nimmst dir ein paar Eisen raus. Ja, ja, wir brauchen so viele davon. Wir können mal übrigens, wir haben uns überlegt, ob wir Betten craften sollen. Ja, ich wollte es gerade sagen, wir könnten mal so ein paar Rezepte zeigen, die so ganz easy sind.
Braucht ihr nur Magical Blanks? Ne? Ist ja easy. Kein Problem. Und übrigens, um an Zuckerrohr ranzukommen, musst du gefühlt das ganze Modpack einmal durchgespielt haben. Ja. Das sind so simple Sachen einfach, wo man denkt, ach, das machen wir mal eben. Oder auch ein Pisten hatten wir so als Rezept. Locker easy aus dem Handgelenk, ja. Ne? Da macht man einfach mal Calculator, dafür braucht man Actually Additions. Dafür braucht man was noch. Evilcraft braucht man dafür noch. Was denn sonst? Das ist so hart bösartig einfach. Oh Mann, ey. Okay, aber wir haben es geschafft. Also diese Hammer Time haben wir auf jeden Fall abgeschlossen. Was wir jetzt machen, ist, dass wir sowohl die Stone Casing hier als auch das Stone Casing hier upgraden. Okay. Weil das dafür sorgt, dass wir dann mehr Rezepte zur Wahl haben. Zack. Iron Casing. Ja, Stone Casing ist jetzt nicht mehr so viel, ne? Ich hab dir gerade die Sachen unter dich geworfen. Ah, okay. Das heißt, wir brauchen. Oh. Copper. On the way. Ich bin schon dabei. Wir brauchen tatsächlich Copper. Das hatte ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, dass wir Copper brauchen. Gunpowder und diese Seeds. Zack, zack. Bam. Und sie arbeiten. Sie haben eine Chance von 8%. Werden wir sie bekommen? Ja, ausgezeichnet. Hä? Lol, wo hast denn du jetzt gerade. WTF, du bist da drauf vorbereitet? Ja, natürlich. Nein. What? Die hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Was hat denn das jetzt für eine Wahrscheinlichkeit? Müssen wir da 3 reinlegen oder 15? Ich mache lieber mal mehr. Wir haben eh genug davon, also lieber nicht. Ich hole so lange mal schnell neues Gunpowder. Ja. Weil bei LED war das ja so, dass das nicht ganz so lustig war, ne? Eben. Jetzt haben wir 3. Wir brauchen, das sollte hoffentlich passen. Jetzt oder so. Am Schluss braucht es 4. Dann lache ich. Dann lache ich und weine ein bisschen. Aber es würde mich kein bisschen wundern, um ganz ehrlich zu sein. Ja, das stimmt. Kondensst du es gerade schon? Nee, dabei habe ich auf dich gewartet. Kann ich es einfach reinlegen? Ja. Moment der Wahrheit kommt jetzt. Aber wir brauchen nur 1. Okay. Lol, was passiert hier denn? Kappa! Das geht aber schnell, du. Kappa ist ja noch pflegeleichter. Claim. Wie cool. Enriched Bone Meal, sehr cool. Erstmal wieder alles überschwemmen hier. Zack. Da geht das mal hier rein. Nur diese Mineral Torches. Wie viel Copper brauchen wir denn? Reicht einer? 2. Also ist es ja wirklich so. Okay. Dann brauchen wir wieder diese Glasshards. Ich hab noch welche. Hoffentlich ist der, ja, sehr gut. Hey, wie wir da vorankommen. Auf einmal entdecke ich irgendwie, dass wir Copper brauchen. Und, also Copper macht man aus den, aus was? Aus Pumpkin Seeds. Genau, Pumpkin Seeds und Gunpowder. Ah ja, gefällt mir. Eigentlich ein guter Plan. Mit B. Plan mit diesem Emoji. Ja, genau. Sehr schön. Dann können wir jetzt quasi die Plates und alles herstellen. Ich glaube, da brauchen wir. Wir brauchen halt nicht mal Zeitraffer oder sowas für das. Also das geht so schnell. Bleib mir stehen. Übrigens, jetzt. Ausgezeichnet. So. Habe ich irgendwas verwechselt? Ich glaube, ich habe irgendwas verwechselt. Ach, natürlich Eisenplatten. Wäre ja auch zu einfach sonst. Iron Casing. Aber das ist cool, ne? Also so dieses Durchhämmern. Ja, das ist echt cool. Das ist eine coole Mechanik. Crafted zusammen. Ich habe ein bisschen Schiss, dass ich zu viel herstelle. Aber sollte eigentlich passen. So. Also das ist schon ein bisschen teuer. Jetzt brauchst du nochmal 4 Eisenplatten. Wie viel hast du noch? Eisen gar keine. Ich habe dir alle gegeben. Ich habe nur 4 gemacht. Platten? Achso, hast du mir auch alles gegeben? Ja. Krass. Beeindruckend. 1, 2, 3, 4. Ich habe Angst, dass unser Eisen nicht reichen könnte. Ich wollte es nur angesprochen haben, damit du nachher nicht sagst, hättest du mal. Du hast das ausgerechnet, das muss richtig sein. Ich habe das tatsächlich. Informatik hat nichts mit Rechnen zu tun. Verdammt. Wir haben noch 20 Eisen übrig, wenn ich die 2 Casings gebastelt habe übrigens. 20? Ich möchte dir damit nicht Angst machen, weil ich einen Stack davor hatte. Okay. Aber ich habe ein bisschen Angst gerade. Also muss man wirklich sagen, wir haben einen Stream dafür durchgefahren, für dieses Zeug. Yep. Aber ich habe jetzt 2 Iron Casings. Ja, sehr geil. Nice. Und das heißt, wir können das Ding jetzt hier aufbrechen. Boom. Was musst du außenrum? Da muss Glas oder so außenrum jetzt, ne? Ich glaube, es ist sogar egal. Also ich glaube, der frisst das. Okay. Wir testen das. So. So. Warten. Valid Multiblock, ja. Ja, ist geil. Okay.
So, und der hat jetzt halt eine höhere Heat, ne? Siehst du das? Ja, Heat Units, 1500, ja. Und da drin können wir später Redstone herstellen. Oder könnten wir eigentlich auch jetzt schon, also eigentlich ist es, also wir nehmen da halt ein Ziel voraus, aber das ist, eigentlich ist es egal. Hast du mir 4 Eisen? 4 für was denn? Das ist eine Überraschung. Sehe ich gar nicht ein. Aber du wirst sie mögen. Alter, 4 Eisen ist, also das ist halt schon so, als würdest du mich irgendwie nach meinem Erstgeborenen fragen auf diesem Modpack. so, und das andere Casing kann ich da hinten hinsetzen. Ja. Ah, da ist ja noch der Koppertast drin. Wobei, dafür kann ich auch eigentlich gleich den Kondenser machen. Oh! Du magst es? Ich hab's das doch gewusst. Das war eins gute Investition. Ja, ne? Obwohl, es geht schon ziemlich schnell auf. Der Button, der hält zu lange. Gibt's keinen... Wir müssen Lever... Obwohl, wenn ich so zack, 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 zack... Ist okay. Ist okay, denke ich. Ist ein gutes Delay. Okay. Dann bleibt es. Jetzt ist aber ein Invalid Multiblock. Ehrlich? What? Die haben alle gesagt, das geht. Jetzt haben wir 4 Eisen verschwendet wegen den Zuschauern. Ihr seid schuld. Was? Aber warum geht das denn nicht? Das ist... Also bei einem Eisen sollte schon ein Eisentraptor gehen. Ja, also das ist halt schon irgendwie... Vielleicht weil es... Warte, wir probieren mal. Vielleicht muss es irgendwie Einheiten... Wir probieren jetzt einfach mal Spaß haben mit Glas. Wir haben ja nichts zu versuchen. Ja. Und machen hier noch Glasblöcke außenrum. Ich meine, die 4 Glas, die kann ich verschmerzen, wenn wir dann diesen Scheiß loshaben. Geht was nicht. Was ist das jetzt? Nö. Oh, Scheiße. Nein. Das ist ein das bisschen ist, 10 von 10 schlecht ist das. Jetzt frisst das wieder, ja. Also Glas ist schön und gut, denke ich. Können wir so lassen. Aber dass die Trap, die können wir sicher für irgendwas anderes noch gebrauchen. Ja. Ja, zum Beispiel für einen Toaster. Alles das sollte kaputt gegangen. Das wäre gut, wenn wir einen neuen bekommen. Siehst du mal, können wir gleich einen nachcraften. Schade drum. Also müssen wir weiterhin diesen Block aufmachen. Bevor wir jetzt aber weitermachen, können wir auch noch gleich den besseren Kondenser machen. Warte, wie mache ich hier Crystal-Zeug rein? Was brauche ich dafür? Glas. Nur Glas? 7, 15 brauche ich. Habe ich noch 15? Ich habe 16. Was für ein Glück, wie viel Glück kann man haben? Wenn wir genau zu wenig gehabt hätten wegen der Trapdoor. Ja, wegen der Scheiße, ne? Das wäre geil gewesen. Man muss auch immer beachten, dieser Hammer kann tatsächlich kaputt gehen, ne? Also müssen wir aufpassen, dass wir nie an der Grenze produzieren, dass wir immer noch einen neuen Hammer auch herstellen können. Ja. Okay, dann machen wir irgendwo eine Backup-Kiste hin oder so. Ja, wo wir den Hammer reinlegen. Sollten wir wirklich machen. Verdammt. Was ist jetzt gerade passiert? Wie mache ich das Glas hier rein? Achso, nee, du musst es erst hier durchjagen, durch den Infusion Table. Verdammt. Das war ein guter Fail, so. Ich kann das Eisen da nicht rein. Oh man. Ich habe gar nichts rausbekommen, die haben mich gescammt. Wir sind Profis. Ja. So, ich habe auch den Iron Condenser. Alles in Ordnung. Ich tausche das mal schnell aus. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das... Hat keiner gesehen. Das hat keiner gesehen, dass ich gerade abgerutscht bin und das Glas da oben zerstört habe. Was ist denn das für eine Folge, Mann? Wir machen die ganze Zeit nur alles kaputt. Nein, da wollte ich kein Glas reinsetzen. Oh Mann. So. Guck mal, der sieht doch viel schöner aus, der Iron Condenser, oder? Ja. Jetzt gucken wir mal. Sieht der wirklich schön aus. Jetzt will ich halt auch mal sehen, was der so mehr kann. Ob da jetzt irgendwie aus einem Iron Dust irgendwie 2 werden oder sowas. Weil ich bin gerade dabei, so weit sind. Oh Gott, fast runtergefallen. Tin herzustellen. Vielleicht. Okay. Funktioniert das gleich. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Haben wir eigentlich noch Gunpowder? Ich finde nämlich keins mehr. Ja, ich habe 6 Stück. Ja. Okay. Nee, ich brauche das auch nur für die Blaze-Herstellung eigentlich. Weil ich habe gerade so den Gedankengang, dass ich gerne mal gucken würde, wie sich das Zeug jetzt mit Eisen verhält. Also ich meine, Kappa, das haben wir ja noch, aber Eisen so, ob das jetzt irgendwie cooler ist oder extra smart oder weiß man ja alles nicht. Das ist komisch. Nein. Ja, ich habe jetzt aus einem Tin das 2 Tin bekommen. Boah, cool. Jetzt bin ich natürlich noch schärfer drauf. Wo ist dieses gottverdammte
Rotten Zombie-Geödel. Das hier? Ich finde hier. Ach so, okay. Sorry. Du hast mir ein Schaf gedroppt. Das kommt ja, das ist schon so. Alter, willst du mir. Soll ich fragen? Willst du mir irgendwas sagen? Nein. Ja? Warum? Starten sie jetzt immer an. Jetzt wollen wir Redstone. Noch nicht ganz. Erstmal muss ich hier noch irgendwelche Hitze reinlegen. Hatten wir nicht mal voll viel Kohle irgendwann? Ist die auch schon wieder? Ah, nee, die ist noch nicht. Nee, werden. Ja. Oh, jetzt bin ich gespannt. Bevor wir Redstone machen, möchte ich das mit dem Eisen testen. Oh. Oh, ich hätte auch noch Blazeboarder, das hätte ich dir geben können. Achso, okay. Ist egal. Eins, zwei und eine Jerky. Du hast mich echt gespannt. Also das ist halt jetzt. Hast du mir gerade das geklaut? Nee. Aber ich klaue den mal, damit wir nicht auf blöde Ideen kommen. Okay, jetzt kommt's. Kriegen wir daraus zwei Eisen? Das wäre mega cool, oder? Ja, kriegen wir. Ja, so war es beim Tin auch. Das ist sehr geil. Das ist halt das echt ist ja cool. Mega cool. Dann hat man das auch super einfach, schnell wieder raus, ne? Wir haben 2 Stunden Eisen gefarmt dafür, dass wir jetzt doppelt so schnell Eisen farmen können. Gute Investition. Wenn das nicht wert war. Das ist cool. Doch, das gefällt mir. Einverstanden. Okay. Okay. Sehr schön. Können wir abhaken. Jetzt wollen Letztes wir nur Ziel noch des Tages. Redstone. Ey, was sagt man denn dazu? Außer voll cool und so. Redstone. Ist eigentlich total easy zu machen. Braucht nur viel Hitze. Braucht Gunpowder und Blaze Powder. Ah ja, hier ist es. 2 und 2. Ich habe beides. Ja, nice. Okay. Zack. Macht der Stein was, der da drin ist? Oh ja, vielleicht. Ja. Das war's dann mit der Hitze. Also da müssen wir eine Lösung für finden. Also schreibt uns gerne mal Ansätze, weil das ist echt, das ist kein Zustand, was hier gerade passiert. Aber manche Wirklich Sachen nicht. Vorzubeugen, das mit Draconic Evolution zum Beispiel funktioniert schon nicht mehr. Das ja, richtig. Wurde gepatcht. Das wurde gefixt. Alter, hast du zu viel Kohle? Das geht doch die Hälfte verloren. Boom! Das war super. Redstone! Wir haben 4 daraus bekommen. Hier, ich gebe dir 2 davon ab. Geil, danke. Hä, das ist ja voll geil. Wieder ein Kackschaf. Was ist denn los? Wie ich denn damit? Claim. Jetzt würde ich aber gerne irgendwie noch den Sekundus-Dust machen, diese Folge. Auch wenn es vielleicht ein bisschen viel ist. Aber ich lasse mir das jetzt nicht nehmen. Gib mal Sekundus-Dust ein. Sekundus, ja. 2 Redstone, 2 Blaze und, das und ein Chemical-Infused Ödel. Das geht auch. Das ist und Blaze den machst du aus Eisen mit 3. Ja, genau. Okay. Das Problem ist nur, dass wir halt natürlich immer gucken müssen, weil das ist jetzt, muss jetzt ja eins... Oh. Was? Was hast du getan? Nee, ich hab die Besorgnis... Ah nee, es reicht vielleicht gerade noch so. Okay. Ich hatte gerade ein bisschen die Besorgnis, dass es nicht reichen könnte, was ich gerade mache. Aber ich denke, es reicht. 1, 1, 2, 3. Oh, Jellyfish esse ich mal nicht. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Material, was ich jetzt gerade herstelle. Dieses Alchemical, schau mal das hier. Das glitzert auch. Alchemical Iron Ingot ist das. Ja. Das braucht man für nichts anderes. Oh, okay. Ist nicht so wichtig. Doch, das nicht so wichtig. Es hat aber voll den wichtigen Eindruck gemacht. Ja, das stimmt. Was fällt dem einen so ein, auf wichtig zu tun? Ich bin magisch, ich glitze. Ja. Achtung. Bam. Haben wir jetzt einen Sekundus das? Oh. Ja, und der ist halt einfach mal überdoppelt so effizient. Okay. Ich bin mir nicht sicher, was das jetzt bedeutet. Das werden die Leute sicher in die Kommentare schreiben, so. Aber es ist sicher was Gutes, oder? Ja. Sag mal, wie viele Achievements machen wir denn heute noch? Jetzt reicht's aber mal, oder? Ja. Willst du was Lustiges wissen? Ja? Der eine Baum, den wir hier angebaut hatten, der Oak Sapling, der hat gerade 4 Setzlinge gedroppt. Ja. Du, mit dem Humor kommst du mir nicht mehr bei. Oh Mann. So, und das Zeug hier brauchen wir übrigens unter anderem für die besseren Kondenser dann. Und wir können es halt hier drin nutzen, um mehr Zeug rauszubekommen. Und das ist halt doch irgendwo ziemlich cool. Und wir können unser Ding automatisieren, oder?
Wir können einen Dropper bauen jetzt mit dem Redstone. Ja, wir können jetzt tatsächlich Redstone. Aber vielleicht können wir so das Problem lösen, das wir immer hatten. Ja. Hast du noch Redstone übrig oder brauchen wir noch was? Ich habe noch 2 Redstone. Ja, wir kriegen doppelt so viel. Wie gut das ist. Wir haben jetzt 4-mal so viel Eisen. Wir können jetzt aus einem Jerky 2 von den Powdern rausholen und dann nochmal 2. Wir haben innerhalb von einer Folge unsere Produktion vervierfacht. Das ist mega gut. Also das war es jetzt wirklich wert. Ich habe jetzt die ganze Zeit gedacht, machst du das noch, machst du das nicht? Das ist ja mega cool. Alter, okay. Wow, das ist nur die Theorie, weil ich doppelt so viel Shards rausgeholt habe. Aber ich denke, es stimmt tatsächlich. Das probieren wir nächste Folge aus. Dann hast du noch einen Redstone? Einen Traum? Ich habe 2. Okay, 1 brauche ich. Such dir 1 aus. Das ist eine Challenge. Das hier. Ey, wie gut das ist. Ich bin gerade echt happy. Warum hast du die rosa Schäfchen da hochgesetzt? Wir haben einen guten Platz, Mann. Ah, du willst es jetzt austesten, okay. Nein. Kann man die überhaupt nach unten setzen? Ja. Kann man. Okay, wieder was gelernt. Skate, Mod-Experte. Es ist valid. Es ist valid. Wir verlieren keine Hitze mehr. Junge, was ist das für eine Folge? Wir haben ja locker mehr erreicht als in der letzten 5 Stunden Spiel. Können wir das abrufen? Nee, können wir nicht. Ey, was ist da los? Das ist ja wirklich traumhaft. Aber in der Tat. Und die Folge hat am kürzesten gedauert von allen, die wir jetzt gemacht haben zum Aufnehmen. Ja, das ist, ja, wir haben wirklich, wir haben keinen Zeitraffer oder sonstiges gemacht. Wir haben ja wirklich durchkommentiert, was wir gerade machen. Ja. Das ist die allerkürzeste Folge mit Abstand von allen und die allererfolgreichste. So muss das ab jetzt immer sein. Und wenn du keinen tollen Clickbait-Titel gewählt hast, dann wird es auch die unerfolgreichste Folge von allen werden. Also so heißt sie die krasseste Folge ever? Auf jeden Fall. Oh Mann. Was passiert jetzt hier gerade? What? Alter, wie effizient ist das bitte? 3 ich habe gerade aus einem Kopper... nein, 4 Kopper... Wie effizient ist das? Hast du noch Shards? Hä, das ist ja nicht mal ansatzweise weg, das Ding. Hä? Hä? Wie effizient? Das sind 10% ist das? Weg oder so. Das ist ja. What, are you kidding me? Hä? Expert Mode ist viel zu einfach. Sollen wir mal die Map sprengen und neu anfangen? Gibt's keinen richtigen Expert Mode hier drin? Boah, das ist ja viel zu einfach. Ja, das glaube ich auch. Wir machen uns jetzt noch lustig, sage ich dir. Ja. Das will ich jetzt aber noch wissen. Oh, die Katzen sterben gerade, das ist voll traurig. Katzen? Okay, ja gut. Ich würde sagen, machen wir mal einen auf Cliffhanger. Wie viel Copper in Wirklichkeit rausgekommen sind, sehen wir in der nächsten Folge. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen, meine Damen und Herren. Das war die heutige Folge. Ich bin echt happy, wir haben voll was erreicht. Mit voll meine ich, ich bin halt echt happy. Weil wir haben voll was erreicht. Okay, mach's gut, tschüss. Leute. Tschüss. Ciao. Tschüss.